Was hat sie, was ich nicht habe? Quält dich gerade diese Frage? Dann bleib jetzt mal dran und gleich geht's los. Ja, beschäftigt dich gerade die Frage, was hat sie, was ich nicht habe? Ja, vielleicht warst du gerade in einer Beziehung, die nicht so gelaufen ist, wie du es dir gewünscht hättest, dass du eigentlich alles für deinen Partner gemacht hast, wirklich ihm jeden Wunsch von den Augen abgelesen hast, ja eigentlich für ihn, so hast du gedacht, die Traumpartnerin sein musstest und plötzlich sagt er dir, ach, ich habe gar keine Gefühle für dich oder ich bin nicht bereit für eine Beziehung oder ich weiß gar nicht so richtig, was ich will. Ja, und dann hat er sich von dir getrennt, um kurze Zeit später plötzlich bindungsfähig zu sein, plötzlich die Frau des Lebens getroffen zu haben und vielleicht sogar eine Blitzhochzeit gestartet hat. Vielleicht bist du in dieser Situation oder stellst dir gerade die Frage, weil du verlassen wurdest, weil die Beziehung nicht so funktioniert hat, wie du es dir vorgestellt hast. Und jetzt fragst du dich natürlich, wenn du jetzt die Neue siehst, ja, was hat sie denn, was ich nicht habe? Vielleicht sieht sie nicht mal so gut aus wie du, ja. Also wenn man es jetzt mal rein optisch betrachten würde, ist sie vielleicht ja nicht so attraktiv, vielleicht hat sie sogar ein paar Kilos zu viel, wo du denkst, ja, das verstehe ich nicht, ist vielleicht nicht so gepflegt wie du. Ja, es sind nicht nur die äußeren Dinge. Irgendetwas muss es ja sein, warum dein Ex-Partner mit dir nicht zusammen sein kann, aber mit dieser Frau und plötzlich ganz, ganz schnell, plötzlich funktioniert es. Und ich kann dich beruhigen, du bist mit diesen Gedanken erstmal nicht alleine. Und das Erste, was ich dazu sagen kann, das ist natürlich ganz klar ein Selbstwertthema. Denn wenn du dich selbst wertvoll fühlen würdest, wenn du sagen würdest oder fühlen würdest, nicht nur sagen, okay, du musst es wirklich fühlen und felsenfest davon überzeugt sein, dass du es wert bist, dass du wunderschön bist, dass du liebenswert bist, dass du es verdient hast, einen Mann an deiner Seite zu haben, der dich auf Händen trägt. Ja, wenn du das fühlen würdest, davon überzeugt wärst, würdest du dir diese Frage nicht stellen. Was hat sie, was ich nicht habe? Diese Frage, kann ich dir auf den Kopf zusagen, stellst du dir schon mal nur deshalb, weil du an dir zweifelst, weil du irgendwo, ob bewusst oder unbewusst, in dir glaubst, nicht gut genug zu sein, nicht wertvoll genug zu sein, es nicht verdient zu haben, glücklich zu sein, keinen Mann verdient zu haben oder du denkst, du musst immer um einen Mann kämpfen und so weiter. Kommt dir bestimmt bekannt vor. Und es können natürlich noch andere Gründe sein, aber einer der Hauptgründe, den möchte ich dir jetzt hier an dieser Stelle verraten. Und bevor ich dir den verrate, abonniere hier meinen Kanal, gib einen Daumen hoch, wenn dir das hier hilfreich ist, diese Videos, die ich dir hier gebe und auch die Podcasts. Und leite gerne dieses Video oder diesen Podcast weiter an deine Freundin, an Frauen, die das gleiche Problem haben. Ja, das ist eine gute Tat, anderen zu helfen, wirklich frei und glücklich zu werden. So, und jetzt komme ich zu dem viel, viel größeren Teil, der größeren Ursache oder Antwort auf die Frage, was hat sie, was ich nicht habe? Und ich kann es dir verraten und ich habe ja jeden Tag Klientinnen in meiner Praxis und in Online-Sitzungen, die das ähnliche Thema haben. Und immer, immer wieder kann ich ablesen an dem Verhalten der Frau und an dem, was mir beschrieben wird von der neuen Frau. Es liegt an der Energie, an der weiblichen Energie. Die ist entscheidend darüber, ob ein Mann bei dir bleibt oder wegrennt. Die ist entscheidend darüber, ob du einen toxischen Narzissten in dein Leben ziehst oder einen wirklichen Mann, der fest im Leben steht, der sich für dich entscheidet und um dich kämpft. Die weibliche Energie ist absolut notwendig, um das
wirklich leben zu können und ist auch der beste Schutz vor Narzissten, mal nebenbei bemerkt. Ich habe natürlich dazu auch schon ein umfangreiches Video und einen Podcast gemacht zu den weiblichen und männlichen Energien. Das Weibliche ist im Prinzip das Annehmen, Geschehen lassen, Vertrauen und das Männliche ist das aktive Voranpreschen, Entscheiden. Und die meisten Frauen, und ich war übrigens auch ein Exemplar davon, sind also fast zu 100% in der männlichen Energie. Die kämpfen, machen und tun und kämpfen auch um einen Mann, rennen einen Mann hinterher, sind stark, stehen ihren Mann und schalten aber privat nicht in Beziehungen um wieder auf Frau. Und das hat eben diese vielen Beziehungsprobleme und auch toxische Beziehungen zur Folge. Und wenn du das endlich ändern willst, habe ich jetzt was ganz Tolles für dich. Und zwar findet jetzt zum zweiten Mal im zweiten Durchgang das wundervolle Seminar statt, die Magie der weiblichen Energie. Und zwar vom 19. Februar 2023 bis 19.3., 19. März 2023. Also 4 geballte Wochen Seminar, wo du wieder lernst, in deine weibliche Energie zu kommen. Wo du lernst, ein Magnet für den richtigen Mann zu sein. Dass du dich wirklich nur zurücklehnen brauchst und ihn magisch anziehst. Dass er dich erobert, dass er dich auf Händen trägt. Dass er sich für 100% für dich entscheidet, ohne dass du dich anstrengen oder irgendwas machen musst. Das geschieht von alleine, dass du dann in der Position bist von der Frau, wo du dich jetzt gerade fragst, was hat sie, was ich nicht habe. Diese Frage werden sich dann andere Frauen stellen über dich. Ja, was hat sie, was ich nicht habe? Es ist die weibliche Energie. Und in diesem Seminar wirst du das nicht nur vom Kopf lernen, sondern wir werden es mit ganz intensiven Übungen, Hypnosen, Tranceübungen gemeinsam in der Gruppe mit ganz anderen tollen Frauen, denen es genauso momentan noch so geht wie dir, zelebrieren, feiern und in dir aktivieren. Wir werden deine innere Königin aktivieren, das Charisma extrem. Du wirst ganz genau wissen, wann du erkennst, wann ein Mann dich wirklich will und wann er nur mit dir spielt. Also ist ein Toxic-Checker dabei, ein Mitgliederbereich, der, zu dem du lebenslangen Zugriff hast, mit ganz brandneuen binauralen Frequenzhypnosen, die dich nicht nur in die weibliche Energie hineinbringen, sondern eben auch alle Blockaden, Hindernisse einfach wegputzen und für dich transformieren. Und dazu gibt es natürlich auch ein wundervolles Workbook. Hier, du siehst, es ist ganz liebevoll und umfangreich gestaltet mit Arbeitsblättern und vielen Erklärungen. Das bekommst du per Post zu dir nach Hause geschickt, natürlich. Und nicht zu vergessen, hochintensiv, das Kernstück dieses Seminars, es sind die 4 Zoom-Meetings mit mir persönlich in der Gruppe mit den ganz tollen Frauen, um eben intensiv daran zu arbeiten, all das in dir zu aktivieren und natürlich auch ganz persönlich deine Fragen zu beantworten. Also melde dich an. Anmeldeschluss ist der 13. Februar 2023. Schau auf meiner Website www.liebenohneleiden.de. Dort findest du das unter Seminare. Kannst das auch jetzt gleich buchen, denn jetzt aufgepasst, du musst auch schnell sein. Jetzt gilt noch der Frühbucherpreis. Also sicher dir deinen Platz. Die Plätze sind definitiv begrenzt. Und werde auch zu der Traumfrau. Gewinne dadurch die Traumfrau-Qualität. Wie das alles funktioniert, erfährst du im Seminar. Und dann bist du diejenige, die nicht mehr fragen muss, was hat sie, was ich nicht habe. Denn das hast du dann auch. Und dann beginnt nicht nur eine glückliche Beziehung, sondern auch ein glückliches Leben. Denn wenn du die weibliche Energie lebst, dann verändert sich nicht nur deine Beziehung und dein Selbstwert, sondern auch dein Aussehen, deine Zellen verjüngen sich. Du hast viel, viel mehr Erfolg im Beruf, im Job, neue Möglichkeiten, neue Türen gehen auf, neue Freundschaften entstehen. Es ist nie immer isoliert voneinander getrennt zu sehen. Also, ich freue mich auf dich, wenn du dabei bist, 19.02. bis 19.03.2023 im Seminar Die Magie der weiblichen Energie. Unter diesem Video und oder in den Infos zu dem Podcast findest du den Link, wo du dich anmelden kannst. Also, ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal und denk dran, jeder Tag ist ein Geschenk. Bis dann. Tschüss.